Herr Wagner, wozu brauchen wir die Südlink-Trasse? Wir brauchen die Südlink-Trasse im Zuge der Energiewende. Stehen wir vor der großen Herausforderung, dass in Norddeutschland viel zu viel Energie aus erneuerbaren Energien produziert wird, vor allem in Schleswig-Holstein aus der Windkraft, und wir im Süden ein großes Defizit an Energieerzeugung haben werden, wenn die Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Die sind derzeit für 60% der Energieversorgung in Süddeutschland zuständig. Wenn die wegfallen, fehlt diese Energie, und die wollen wir mit dem Südlink ersetzen. Mhm. Seit wann planen Sie und bis wann muss die Trasse fertig sein? Wir haben mit ersten Planungen begonnen, haben erste Raumwiderstandsanalysen erstellt, mögliche Korridore auch der Öffentlichkeit vorgestellt und wollen die Planung abschließen bis 2022. Parallel zum Ausstieg aus der Kernenergie soll der Südlink auch bereitstehen. Okay. Sie setzen auf Bürgerbeteiligung. Wie laufen die Infomärkte ab, die jetzt im Landkreis anstehen? Ja, wir wollen die Bürger an diesem Prozess beteiligen. Und zwar ganz am Anfang des Projekts, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo noch viel Möglichkeit besteht, Einfluss zu nehmen. Und wir machen das, bevor eine formale Festlegung in irgendeinem behördlichen Verfahren getroffen wurde. Das heißt, wir gehen jetzt mit einem ersten Vorschlag, sogenannten Infomärkten, auf die Bürger zu, wollen diskutieren, wie man diesen Vorschlag verbessern kann oder welche Alternativen denn hier möglich wären. Wir nehmen das alles mit auf, wir protokollieren das und wir geben auch jedem, der uns einen Vorschlag oder einen konkreten Hinweis gibt, dann auch eine Rückmeldung, wie wir damit umgegangen sind. Wie geht es danach weiter mit den Vorschlägen und dem Verfahren? Ja, all diese Hinweise, die wir bekommen, Alternativen, die wir gemeinsam erarbeiten, werden wir in einen Antrag schreiben. Und diesen Antrag reichen wir bei der Bundesnetzagentur, das ist die zuständige Behörde, die das Projekt dann auch schlussendlich genehmigen muss, reichen wir diesen Antrag ein. Dann beginnt das formale Genehmigungsverfahren, dann werden Untersuchungen getätigt zu den Korridoren, da werden Vögel gezählt, da wird der Boden untersucht. Da gibt es aber dann auch nochmal Möglichkeiten, sich auch formal zu beteiligen an dem Verfahren. Und vielleicht noch eine letzte Frage zum Thema Bürgerproteste. Wie schätzen Sie jetzt so den Widerstand in der Bevölkerung ein? Sind es ganz normale Bürgerinitiativen oder ist irgendwas, was schon über den normalen Widerstand hinausgeht? Ja, also das sind viele Bürgerinitiativen gegründet worden entlang des Vorschlags, die sich sehr intensiv mit der Planung befassen. Das wir grundsätzlich begrüßen, wenn sich die Bevölkerung vor Ort mit einbringt und hier auch Sachkenntnis erwirbt.